Tesla übernachten, das ist durchaus möglich. Und welche technischen Einstellungen ihr vornehmen müsst, das erfahrt ihr jetzt. Tesla bietet einiges an Bord zur Unterhaltung. Dies könnt ihr zum Beispiel während der Wartezeit nutzen, wenn ihr das Auto ladet oder auch an verregneten Reisetagen. In der sogenannten Spielekiste findet ihr allerlei Spielerei, wie zum Beispiel verschiedene Hubtöne, eine Lichtshow oder ein Lagerfeuer für romantische Stunden. Außerdem gibt es einen Bereich mit Games, die ihr über den Bildschirm oder einen externen Controller zocken könnt. Ihr könnt Musik streamen, etwas malen oder zum Beispiel Karaoke singen. Im Kinobereich könnt ihr zum Beispiel Netflix, Disney, YouTube oder Twitch schauen. Ein Film verbraucht dabei etwa 1,5% der Batterie. Über LTE könnt ihr natürlich auch im Browser surfen. Bitte beachtet, dass ihr für diese Bereiche WLAN benötigt oder per LTE mit dem Premium-Konnektivitätspaket für 9,99 € im Monat surfen könnt. Für die Übernachtung unterwegs hat Tesla extra den Camp-Modus ins Leben gerufen. Hierbei bleibt das Auto und somit die Klimaanlage angeschaltet, bis der Batteriezustand auf 20% sinkt. Außerdem werden die folgenden Einstellungen deaktiviert. Dazu gehört der Wächtermodus, der Alarm und die Verriegelung, wenn ihr euch vom Auto entfernt. Ihr braucht also nur noch die Belüftung durch die Klimaanlage entsprechend einstellen, so wie ihr es nachts haben mögt. Entweder automatisch per Min, Medium oder Max oder eben indem ihr eine Temperatur einstellt. Übrigens gibt es auch einen Hundemodus. Hierbei bleiben Klimaanlage und Bildschirm nach dem Aussteigen eingeschaltet. Einbruchsensoren, der Wächtermodus und das Öffnen der Fenster vom Innenraum aus wird ebenfalls deaktiviert. Bereits erwähnt, findet ihr in der Spielekiste zum Beispiel auch den Romantikmodus. Ein Lagerfeuer, welches im Camp-Modus automatisch aktiviert wird und euch abends eine gemütliche Stimmung bringt beim Knistern des digitalen Feuers. Modus bleiben übrigens auch der 12-Volt-Anschluss und die USB-Buchsen in der Mittelkonsole nachts aktiviert, um deine Geräte laden zu können. Der Camp-Modus verbraucht laut diversen Tests etwa 15% im Sommer bzw. etwa 7 bis 10 Kilowattstunden pro Nacht. Im Winter bei 0 Grad wird dabei 18-20% der Batterie verbraucht. Um bei längeren Reisen Strom zu sparen oder wenn man einfach ohne Kühlung und dafür zum Beispiel mit offenen Fenstern schlafen möchte, dann braucht man natürlich auch nicht den Camp-Modus aktivieren. Allerdings vereint dieser Modus die wichtigsten Einstellungen, die ihr ansonsten selbst manuell vornehmen müsst. Welche Einstellungen dabei wichtig sind, das zeige ich euch jetzt. Als erstes müsst ihr die Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Dazu gehört der Wächtermodus, welcher die externe, kamerabasierte Erkennung bei möglicher Bedrohung beinhaltet. Aktuell habe ich den Wächtermodus noch aktiviert, aber wenn dieser deaktiviert ist, sind zusätzlich die Funktionen Sicherheitsalarm und Kippeneinbruch deaktivierbar. Diese beiden Funktionen müssen unbedingt deaktiviert werden. Auf einem meiner ersten Roadtrips hatte ich mir ganz einfach gedacht, dass das Deaktivieren des Wächtermodus schon ausreichen würde. Als ich dann kurz eingeschlummert bin und mich minimal bewegt habe, schellte der Alarm los. Was war passiert? Der Sicherheitsalarm sowie die Kippeneinbruchfunktion beinhaltet eine Innenraumüberwachung. Meine Bewegung wurde also als Einbruch definiert. Also nicht vergessen. Dann brauchst du
braucht ihr nur noch das Fahrzeug manuell von innen verriegeln. Hierzu klickt ihr einfach auf dem Bildschirm auf das kleine Schloss, sodass dieses verschlossen ist. Und als letztes richtet ihr euch entweder ein Lagerfeuer auf dem Bildschirm ein oder ihr schaltet in den Modus mit warmen Displayfarben für die Nacht um. Wenn euch dies noch zu viel Licht im Fahrzeug ist, dann schaltet ganz einfach den Display-Reinigungsmodus ein, denn hierbei habt ihr einen fast komplett schwarzen Bildschirm. Für maximales Stromsparen und dunkle Nächte deaktiviert gegebenenfalls die Ambientebeleuchtung. Und am nächsten Morgen habt ihr dann so gut wie gar keinen Batterieverlust. Übrigens könnt ihr ganz einfach ein Fahrerprofil einrichten, bei dem ihr Fahrersitz und Lenkrad so weit wie möglich aus dem Weg fahrt und somit die optimale Campingposition per Knopfdruck habt. Wie das alles in der Realität auf Reisen aussieht, dazu folgen noch weitere Videos. Ja, so seid ihr bestens vorbereitet auf eine Übernachtung im Tesla Model 3. Ihr seid klimatisiert, ihr seid komplett abgesichert mit Sicherheitssystemen und vor allem aber seid ihr autark unterwegs mit Toilette und Dusche an Bord und auch Strom dazu später mehr und ja, braucht einfach nur noch genießen. Auf meiner Homepage findet ihr weitere Informationen zum autarken Reisen. Dort findet ihr auch noch weiteres Equipment verlinkt. Und ich freue mich über euer Like, Kommentar. Abonniert diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal.